Jo Leute und willkommen zu einem neuen Shakes and Fidget Video. So, es kam natürlich jetzt länger kein SF Video mehr. Sorry auf jeden Fall dafür. Ich hatte irgendwie mehr Bock gehabt zu streamen. Habt ihr auch gesehen, die letzten beiden Videos sind im Prinzip im Stream gewesen. Aber ich will jetzt eigentlich auch wieder Videos weitermachen und bin immer noch auf der Suche nach irgendwelchen anderen Spielen. Ich weiß, das nervt vielleicht mit der Zeit, aber ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Eventuell vielleicht doch sogar Clash of Clans. Wenn das klappt, also wenn ihr Bock auf Clash of Clans habt, schreibt es einfach mal jetzt in die Kommentare oder so. Oder lasst einfach nur eine positive Bewertung da, dann sehe ich auf jeden Fall mal, ob ihr das sehen wollen würdet. Und dann würde ich mal gucken, wie mir das gefällt, ein bisschen was aufnehmen und euch einfach mal zeigen. Ja, aber gut, zurückzukommen. Wir hatten gestern das, beziehungsweise vorgestern, das Erfahrungsevent. Sind auch gut vorangekommen, wir sind schon Stufe 260, kurz vor 61. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Und ja, Toilette haben wir 53%, werfen wir direkt mal einen Stein rein. So, 56%, okay. Und heute haben wir auch noch alles zu machen, da ich heute jetzt erst mit der Ado anfange. Bisschen, ja, mit Zeit gelassen habe. Das Video kommt ja auch relativ verspätet heute online. Ist aber, denke ich mal, nicht allzu tragisch. Von daher habt ihr zumindest mal wieder ein Video. Und das ist, denke ich mal, jetzt auch nicht so verkehrt. Ja, ich habe auf jeden Fall meine Waffe verbessert. Wir haben jetzt eine Intelligenzwaffe drin mit dem Sockel. Ist auf jeden Fall besser als die alte. Hier sieht man nochmal den Vergleich. Und die möchte ich eigentlich auch ganz gerne drin behalten. Dann passt es. So, bei den Pets haben wir noch gar nicht angegriffen. Ich würde mal hier mit Wasser versuchen. Und es müsste ein schaffbarer, genau, Kampf sein. Wunderbar. Und hier direkt weiter leveln. Bei den Dungeons, Dämonenportal hat 80%. Ja, das geht halt mit vollen Tränken schneller voran, so geht's eigentlich auch ganz gut. Das waren jetzt 14%, das ist ordentlich. 16 meine ich, von daher geht es eigentlich auch ganz gut. Und hier können wir eventuell beim Echsenbanditen was versuchen. Da ich hier relativ lange nichts mehr gemacht habe in der Schattenwelt und die eigentlich so langsam, ja, down gehen kann. Den will ich mich jetzt auch versuchen. Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Wenn wir ein paar gute Hits landen. Okay. Oder auch nicht. Es ist halt immer unterschiedlich. Gestern hatte ich einen relativ knappen Versuch, aber ja, heute dann eher nicht. Wunderbar, nochmal 3 Pilze bekommen. Das ist nice. Da mein Mount um 20 Stunden ausläuft. Okay. Da muss ich auf jeden Fall Neues kaufen bis dahin. Aber das ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Bis es soweit ist. So, Arena-Kampf auch nochmal schnell machen. Verloren. Schade. Das ist echt ein bisschen blöd momentan. Da ich einfach keine Tränke finde. Ich habe noch nie meine 3 Tränke drin gehabt, die ich brauche. Ich weiß nicht, ich finde einfach keinen im Laden. Und Blättern, finde ich, lohnt sich halt nicht für das bisschen. Wenn ich mal welche habe, fallen auch wieder die Dungeons. Und dann geht natürlich hier auf dem Server auf jeden Fall alles wieder schneller voran. So, hier haben wir nicht genug Schaden gezogen, dass es angezeigt wurde. Schade. Aber egal. Gut, gehen wir rüber auf W15 hier. Ja, habe ich auch noch nicht angefangen. Sieht es eigentlich auch gut aus. Hier bin ich schon Stufe 151. Ging also echt gut voran. Ist auf jeden Fall wirklich ultra nice. Hier haben wir echt gut uns vorangehauen. Wir sind jetzt mittlerweile auch schon Rang 57. Ist echt cool. Und bei den Pets können wir auch nochmal leveln. Zack. Ich hier nochmal einen Kampf versuchen. Ja, 100 Wasser dürfte schaffbar sein. Das ist mir, wie gesagt, ja, hier auf dem Server eh egal mit den Pets. So. Dann können wir gucken, ob wir noch was ins Klo werfen können. Beziehungsweise können wir das heute auch. Okay, da hat er da kein Epic mehr zur Verfügung. Da habe ich den schlechten Stein hier. Ist auch ganz gut. So. Und jo. So, beim Dungeon, 91% des Dämonenportal geht down. Das ist auf jeden Fall richtig gut. Es geht, okay, jetzt waren es wieder gar kein Schaden. Aber an sich, Mist, das hätte ich vorher nehmen sollen. An sich geht er down, das ist echt gut. Er kriegt so langsam mehr als 10% Schaden, was auf jeden Fall halt echt gut ist, dass es endlich mal fällt. Hier, im Dungeon, ja, das ist ein bisschen schwer. Der hat mehr Stärke als ich, da ich hatte leider nur einen kleinen Stärketrank gehabt. Ah, ich habe hier sogar eine super große. Fail, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Dann wäre er machbar. Versuche ich beim nächsten Mal. Könnte mal ein bisschen skillen.
Da ich auf jeden Fall noch recht viel Gold über habe, ist es, denke ich mal, auch ganz gut. Und jo, hier geht es mit der Zeit auch ein bisschen voran. Es ist halt alles momentan so ein bisschen, ich weiß nicht, halt. Es geht nicht überall so wirklich ultra schnell voran, es ist überall recht eintönig. Aber ja, es geht aber trotzdem noch. So, wir 17, da sind wir. Stufe, ich glaube, 122 sind wir, okay. Ist auch gut. Ich meine, gut, heute noch Ado machen, könnte vielleicht sogar ein Level-Up bescheren. Von daher passt es auch. Hier habe ich gestern noch ein blödes Epic bekommen aus einem Boss. Das geht direkt ins Klo. Und es reicht sogar zum Spülen. Perfekt, da können wir heute auf 2 Servern spülen. Das ist auf jeden Fall mal nice. Ja, das ist echt cool. Das würde ich mir gerne mal speichern. Das wäre jetzt echt gut. So, wartet mal. Ich muss hier gerade mal. Das will ich mir auf jeden Fall mal speichern, dass wir hier mal ein Screenshot von haben. Einmal davon. So. Und zack. Gut. Sorry, das muss jetzt mal in die Aufnahme. Ja, dabei sein, weil ich kann es dann nicht gescheit rausschneiden. Dafür kann das jetzt weg. Wir können den Stecktank rauskaufen und dann mal kurz weitergucken, was es hier denn noch so Schickes gibt. Mittlerweile nichts. Gut, Dämonenportal schaffen wir, denke ich mal. Ja, 4%. Und hier in den normalen Dungeons dürfte der easy machbar sein, wunderbar. Genauso soll es aussehen. Da kann man das auch gleich wegwerfen. Vielleicht braucht ja auch sogar jemand. Ne, Talisman leider. Schade. Aber gut. So. Dann würde ich sagen, spielen wir hier nochmal erstmal. Auch auf 5. EP wäre ganz cool. Oder auch nicht. Ein sehr schlechter Ring. Kommt auch weg. Zumindest eine neue erhöhte Aura ist auf jeden Fall auch ganz gut. Und bringt uns ein bisschen voran. Das ist wiederum halt echt der einzige Vorteil, den die Aura bringt, dass die Items laden besser werden. Von daher geht es eigentlich klar. So, dann gehen wir noch zuletzt auf den Speed-Server hier. Kann man genauso gut spülen. Deswegen machen wir das jetzt gleich auch noch. Alles klar, was ist hier? Achso, das ist mir jetzt egal. Das geht gar nicht um. So. Ja, hier sind wir Stufe 149. Der Server geht noch 3 Tage. Heißt, ich muss so langsam mal das Video dann auch aufnehmen mit dem Pilzen, die ich verballern will. Das habe ich ja vor. Wird ein kleines Special-Video, dass ich auf dem Server am letzten Tag nochmal mit allen Pilzen probiere, so weit zu kommen im Dungeon, wie ich momentan kann. Und das habe ich sozusagen vor, als kleines halt Video zu machen. Oder eventuell als Stream, aber ich denke mal, als Video ist es besser, da das einfach in der Qualität ja alles normal aussieht und der Stream natürlich ein bisschen schlechter aussieht. Dafür kann ich halt hier noch easy Dungeons kloppen. Ihr seht, ich habe einfach viel zu wenig Dungeons gemacht. Die sind alle wirklich einfach. Nächstes Epic geholt, zack. Es ist, ja, ich nehme es jetzt mal mit, es ist besser. Im Vergleich zu dem Stein ist es auf jeden Fall nehmbar. Und dann kann man hier sogar heute noch spüren und was Neues reinwerfen. So, Aura 4. Gab keinen Epic, schade. Aber hier direkt noch was reingeworfen. Ist auf jeden Fall auch ganz gut. So, hier brauchen wir Amulette, wunderbar. Da haben wir direkt mal verdoppeltes Gold. Hier noch was Dämonenportal angreifen. Und gut ist die ganze Sache. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich mittlerweile durch. Wenn man jetzt mal kurz rüber guckt, müssten wir alles gemacht haben. Es ging heute echt wieder schnell. Ich muss mal wieder in dieses Video-Feeling reinkommen, da ich jetzt echt lange nichts mehr aufgenommen habe, sondern eher so ein bisschen gestreamt habe und es dann alles natürlich dann deutlich anders war. Aber Streams machen echt Bock. Ich finde es cooler mit dem Streaming ein bisschen. Aber Videos machen ist halt ein bisschen, ja, qualitativ auf jeden Fall immer hochwertiger und vor allem halt auch alles mal kurz und knapp gezeigt, so wie es sich gehört. Ist natürlich, denke ich mal, auch ein Unterschied. So, da würde ich aber jetzt sagen, Leute, war es das vom Video. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und natürlich auch über Kommentare. Kommentare sind wirklich sehr gerne gesehen.
Und ja, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, Leute, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao.